Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hierher zurück zu The Guided Fate Paradox. Wir sind dabei, ins Nest der Dämonen und Teufel vorzudringen, ins Höllenloch, wo uns der Anführer Satanael erwarten wird. Und auf dem Weg dahin werden wir gnadenlos alles und jeden vernichten, der sie uns in den Weg stellen wird. Wir kennen kein Pardon und jetzt geht's los, würde ich sagen. Auf zum letzten Dungeon. Ja, Satanael, dein Ende wird kommen. Ich werde dich übel vernichten. Judgment Day has finally arrived. The demons from hell await you. Their jaws opened wide, ready to devour your soul. Ja, sie redet sehr schön natürlich. Was will man? Judgment Day. Der Urteilstag ist endlich angekommen. Die Dämonen von der Hölle erwarten dich. Ihre Mäuler sind weit geöffnet, bereit, deine Seele zu verschlingen. Knowing this, are you ready to face them? Obwohl du dies weißt, bist du bereit, ihnen entgegenzutreten? Ja, auf jeden Fall. Bring it on! Yeah. Bring it on. Ja, lass es uns angehen. Oh, mit ihrer Magie. Ja, jetzt hat sie wieder Flügel. So. Es ist soweit. Können wir denn einfach einen Weg zu denen erschaffen? Schaut das. Das Tor. What's this? Was ist das? Na, das ist die komprimierte Version des Kreises, würde ich sagen, oder? Des Schicksalsrevolutionskreises. What do you think of this? Was denkst du, ist das? If possible, I'd like to not think of its existence at all. Wenn es möglich ist, würde ich nicht über die Existenz darüber nachdenken. If I had to simplify it, this is akin to the Fate Revolution Circuit's heart. How is that? Beautiful, no? Wenn ich das simpel sagen soll, oder es vereinfachen soll, dieses Akin, was ich nicht gerade weiß, was heißt, zum Schicksalsrevolutionskreis Herz. Wie ist das? Klingt schön, oder? Heart. So this is what makes the machine work? It's smaller than I imagined. Herz? So das ist es, was die Maschine arbeiten lässt? Es ist kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Oh. Its apparent size is not important. The basic operating system of the machine is concentrated into this item. Seine Größe ist nicht wichtig. Das Operationssystem der Maschine ist konzentriert in dieses Item, also in diesen Gegenstand. Concentrated. It's not a juice box. Konzentriert? Das ist keine Softbox. It also contains information relating to Satanael's location. Es enthält auch Informationen, die mit Satanaels Location, also dem Ort, in Verbindung steht. Meaning this item can transfer you across the dimensional stratum and take you to where Satanael waits. Das bedeutet, dass dieser Gegenstand dich in den transdimensionalen Stratum transferieren kann und dorthin bringt, wo Satanael wartet. Got it. Basically, this is something I will never comprehend. Where do I keep it? Do I just pocket it or something? Hab's verstanden. Grundsätzlich, oder normalerweise, oder keine Ahnung. Grundsätzlich hört sich mal komisch an, aber wie soll ich das sonst übersetzen? Das ist etwas, was ich niemals komprehend, also ich glaube, verstehen werde. Wo werde ich es halten? Habe ich es in die Tasche zu packen oder irgendwas? Where else does one keep their heart? Wo sonst trägt man sein Herz? Am Herzen. Natürlich. What the heck? Was zum Teufel? Engage. Deity vessel circuit. Direct link completed. Deity rate
100%. Wow, die göttliche Rate ist bei 100%, ja? Primary field all green. Attack preparations complete. Okay. Whoa. I see. I think I understand now. Ich verstehe. Ich denke, ich verstehe jetzt. Wirklich? Misael. She is the heart inside of me. And she will lead me to Satanael, huh? Misael, sie ist das Herz innen drin oft von mir. Und sie will mich zu Satanael führen. Und sie wird mich zu Satanael führen, hä? You have become one with the Fate Revolution Circuit. Du wurdest eins mit dem Schicksalsrevolutionskreis. But worry not. The machine's core functions that you have used thus far are still intact and ready for use. Aber mach dir keine Sorgen. Die Kernfunktionen der Maschine, die du soweit bisher genutzt hast, sind immer noch intakt und bereit zum Nutzen. Rather, think of everything up till now as mere battle simulations for this final showdown. Denke über alles bisher nach als eine Kampfsimulation für diesen finalen Showdown. I see. So this is my first live gig. Ich verstehe, so das ist mein erstes Live-Gig. Also Live-Auftritt. Ja, das so recht. Alright, well, the show must go on. Okay, nun, die Show muss weitergehen. Ja. Los, Liliel. Don't look so worried, Liliel. I'm definitely gonna come back. Schau nicht so besorgt, Lily. Ich werde definitiv zurückkommen. Oh. Okay, sie kommt auf jeden Fall auch mit. There they go. Und man. Und jetzt sind sie weg. Mann. I knew our precious little Lilio could do it. Ich wusste, dass unsere wertvolle kleine Lilie es tun könnte. Ja, scheinbar. You seem to be having more fun than ever. Du scheinst mehr Spaß zu haben als jemals zuvor. Of course I am. It was my first time seeing Lilie make such an adorable face. It was so nice. I'm quite jealous. Natürlich bin ich es. Es war mein erstes Mal, dass ich Liliel solch ein süßes Gesicht machen sehe. Es war so toll. Ich bin ziemlich neidisch. However, they are going to face Satanael. I hope she will not prove to be a burden. Wie auch immer, sie ist dabei, Satanael gegenüberzutreten. Ich hoffe, sie wird sich nicht als eine Bürde herausstellen. I think they will be fine. If it is those two, then... Ich denke, sie werden in Ordnung sein. Wenn es diese zwei sind, dann... Right. If it is him, then I believe he will be able to emerge victorious. Richtig. Wenn es er ist, dann glaube ich, würde es ihm möglich sein, den Sieg zu erringen. Hoffen wir doch. Denn wir sind ja die göttliche Existenz. We've arrived. So this is the Devil's homeworld. But, Liliel? Wir sind angekommen. So, das ist des Teufels Heimatwelt. Aber, Liliel? Ja, du hast dich sehr fest entschlungen. I'm so sorry. I just really wanted to come with you. So, I... Es tut mir so furchtbar leid. Ich wollte einfach nur mitkommen. So, das ist wohl so ich. Well, yeah, I mean, it's more reassuring when you're here with me, but... Nun ja, es ist aufmunternder, wenn du, oder ermutigender, wenn du hier mit mir bist, aber... Look around you. There's danger lurking around every corner, you know? Maybe you should sit this one out. Aber sieh dich hier um. Die Gefahr... schaut um jede Ecke, weißt du? Vielleicht solltest du dieses Mal aussitzen. I must refuse. I am your guardian angel now. No matter what situation presents itself,
I will not be separated from you, Lord. Ich muss dies ablehnen. Ich bin euer Wächterengel jetzt. Egal welche Situation vorliegt. Ich werde mich nicht von euch trennen, Herr. I have already sworn to myself never to leave your side again, Lord. Habe bereits mir selbst geschworen, euch niemals wieder allein zu lassen, Herr. Liliel. Liliel. Ja, eine mutige Unless kleine Engelin. Am I a nuisance to you? Außer, ich bin ein Hindernis zu dir, für dich. Oder für euch. No, no, it's nothing like that. I just might not have enough strength to protect you as well, so... Nein, nein, das ist es so nicht. Ich könnte nur nicht genug Stärke haben, um dich auch zu beschützen, so. I promise not to be a burden. So please, I beg of you, I must be able to watch over you. Ich verspreche, dass ich keine Bürde sein werde. So bitte, ich flehe dich an, oder ich flehe euch an. Es muss mir möglich sein, über euch zu wachen. Liliel, you... Liliel, du... Jeez, to be perfectly honest with you, I feel pretty helpless on my own. Will you come with me? Jeez, wirklich aufrichtig mit dir zu sein. Ich fühle mich wirklich hilflos alleine. Wirst du mit mir kommen? Hä, was für eine Frage. Yes! Thank you very much! I will accompany you to the very end of the universe! Statt die Frage zu stellen, auch sagen können, okay, komm mit mir. Aber naja, stellt nochmal die Frage, obwohl sie ja sowieso mitkommen will. Wie viel Sinn macht das eigentlich? Ja, danke dir vielmals. Ich werde dich begleiten bis zum Ende des Universums. Oh, da kommt jemand. Da sind sie, die Gegner. Lord, it seems that the demon hordes have come to greet us without delay. Herr, es scheint, dass die Dämonenhorde uns grüßt ohne Verzögerung. Demons, huh? They look no different than the aberrations I've fought up to now. Dämonen, hä? Die schauen nicht anders aus als die Verirrung, die ich bisher besiegt habe, also bekämpft habe. Aberrations inside the machine are modeled using the data of real demons to better simulate a battle against the real thing. Verirrungen in der Maschine sind, naja, erschaffen, oder gemodelt, die Daten benutzen von realen Dämonen, um besser simulieren zu können einen Kampf gegen die realen Dinger. I see. So it makes sense they look the same. Ich verstehe, so macht es Sinn, dass sie ähnlich aussehen. Oder gleich aussehen. Everything really was for the sake of this one battle, huh? No way I can allow myself to lose. Alles war wirklich für diesen einen Kampf, hä? Niemals kann ich mir selbst erlauben zu verlieren. Oh ja. Yes. This is the Netherworld after all. A land of profound darkness with everlasting chaos. Please be very, very careful. Ja, das ist die Unterwelt nach allem. Ein Land von profound Finsternis mit ewig währendem Chaos. Bitte sei sehr, sehr vorsichtig. Lesson 10. World's Last Order. Oh ja. Boah, das ging auch schon wieder ewig. Dann lass uns das tun. Juhu, sieht aus wie ein normaler Dungeon. Oh, schaut mal, wer da ist. Hallo, tot. Okay. Nimm das, du Herzdämon. Das ist also der Eingang. Ja, ja. Okay, tatsächlich, Lilia macht sie gerade alle fertig. Da sind sie also, die Dämonen. Ist da ein Item? Ne. Okay. Dann lasst uns weitermachen, oder? Yeah, man. Stirb! Kein Unterschied zu sonst. Level 6 haben die aber gleich schon. Aber wir sind viel zu mächtig gerade.
So, nur noch das dumme Dämon. Schaut mal, wer uns da begegnet ist. Okay. Das habe ich da aufgehoben. Na egal. Ich habe nebenbei das Item. Ja, benutzt. Oh, toll. Kann ich den gerade nicht erwischen? So vielleicht? Ja? Nee. Der hat Angst vor mir. Na gut. Dann lassen wir das. Aber ich habe zwei Äpfel mitgenommen. Oh. Jetzt hat er natürlich sich doch mehr entgegengestellt. Und ist natürlich gestorben. Niemand kann es gegen Gott aufnehmen. Wisst ihr? Auch keine Katzendämonen. Hä? Ein Schatten von mir selbst oder was? Gatekeeper. Ah. Man muss also die Leute vernichten, um überhaupt zum Tor zu kommen. Das ist ja interessant. Okay. So, würde ich mal sagen. Wir haben ein bisschen gelevelt. Ach, ihr Horden der Dämonen. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet es mit Gott aufnehmen? Dem mächtigsten Wesen hier? Dem wahren Gott? Den, der hier so viele richtige Leute vernichtet hat? Ich suche euch. Ich suche die Gefahr. Ich werde euch alle vernichten. Und, oh, du hast aber viel Schaden gemacht, Katzen. Toll. Natürlich gibt es ja auch dieselben Fallen, wie immer. So. Und wir haben Gold. Oh, da fällt mir ein. Ich glaube, ich habe mein ganzes Geld mitgenommen, was ich habe. Hoho. Das wäre ja sehr toll, wenn ich das alles verliere gleich, oder? Wo ist eigentlich Lidl? Die macht da irgendwo Party alleine, hä? Hallo Lidl, ja, bleib da einfach mal drinnen und ich werde hier mehr meinen Weg bahnen und naja, werde viel Spaß haben und so mit den Dämonen hier. Hab sie alle ausgelöscht, wie es aussieht. Oh, außer dich natürlich. Tja. Nein, solche Dämonen. Ja, miss you. I miss you. Lalala, Klaus. Hey, oh. Sieht cool aus, oder? Hier. So. Schauen wir mal kurz auf die Uhrzeit, oder? Wie viel Zeit wir noch haben, oder? Wir haben keine Zeit mehr. So, Leute. Ich würde sagen, das ist also erstmal... Das war's mit dieser ersten Folge des ersten Bereichs des Dungeons. So, ich habe hier auch alles, zumindest auch viele freie Plätze. Ja, ich habe so viel mitgenommen, wie ich konnte, wie ich es brauchte unbedingt. Tammy macht über 2005 Backpack. Ah, jetzt habe ich auch sowas wieder. Na gut, jedenfalls, wie ihr seht, ich habe meine Quip. Habe ich diese Dreierdinger mitgenommen. Ja. Weil die mir bessere Werte geben. Also den plus hier den Vierer, den Roboterarm. Nee, den Vierer habe ich den Vierer nicht mit. Doch, natürlich, ja, das Angel Halo haben wir mitgenommen, damit ich hier unglaublich bessere Items bekomme. Also bessere Items nicht, sondern hier, wenn ich meine Skills sind. Also ihn verbessere, den Gott und die Lilie. Diese Dinger, die man einsetzt, um stärker zu werden, die natürlich. Das hier war für Hit und nehme ich mal an. Das Spike Knuckle ist für Angriff. So, damit sehen wir uns in der nächsten Folge konfrontiert mit der zweiten Ebene. Mal sehen, was geschehen wird. Ich hoffe, ihr seid so gespannt, wie ich es bin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und ciao.